Herzlich willkommen bei der Wilhelm Lambrecht GmbH in Göttingen. Wir setzen heute unsere Videoreihe fort, mit der wir Sie über metrologische Produktinnovationen informieren möchten. Es geht um einen der wesentlichen Parameter aus dem metrologischen Bereich, den Niederschlag. Dazu stellen wir Ihnen heute den DGN vor. DGN steht für doppelt gravimetrischer Niederschlagssensor und ist eine Neuentwicklung aus dem Hause Wilhelm Lambrecht. Wenn wir auf den DGN blicken, erkennen wir sofort seine kompakte Bauweise im robusten Metallgehäuse. Doch was macht den DGN so einzigartig? Nun, der DGN verbindet als sammelndes System zwei Messarten in einem einzigen Gerät. Er kombiniert die Vorteile der Kippwaage mit denen von wiegenden Sensoren. Das gab es bislang noch nicht. Bevor ich die Haube aus Aluminium öffne, kurz ein paar Sätze zum Thema Niederschlag, der ja im Wasserkreislauf eine wichtige Rolle einnimmt. Präzises Messen ist eine wesentliche Aufgabe metrologischer und hydrologischer Messsysteme. Moderne Niederschlagssensoren messen das ganze Jahr über Regen, Hagel, Graupel und Schnee. Dafür wird zumeist das Messprinzip der Kippwaage eingesetzt. Seit wenigen Jahren wird auch das Wegeprinzip angewandt. Wir sehen hier das Messprinzip der Kippwaage. Einmal kippen bedeutet 0,1 mm Niederschlag pro Quadratmeter. Als wir von Lambrecht nach neuen, hochgenauen Messlösungen für unsere Kunden suchten, stellten wir fest, dass der Markt keine technisch zufriedenstellenden Produkte anbot. Also begannen wir, den DGN zu entwickeln, den doppelt gravimetrischen Niederschlagssensor. Das Gehäuse ist sehr kompakt und mindert den Windeinfluss deutlich. Ich hebe nun das Gehäuse ab, lege die Innenraumisolierung zur Seite. Jetzt zu erkennen ist die monolithisch gefräste Wippe und die wiegende Sensortechnologie. Das alles auf kleinsten Raum. Die gefertigte Präzisionswippe ist selbstentleerend. Eingesetzt wird zudem eine Wegezelle mit einer ausgezeichneten Messgenauigkeit, die uns eine Auflösung ermöglicht von 1000stel Millimeter. Und deshalb steht das DG des Niederschlagssensors nicht nur für doppelt gravimetrisch, sondern auch für doppelt genau. Der Sensor eignet sich ideal zum Aufbau neuer Messnetze oder er ergänzt bestehende. Ich denke da zum Beispiel an Umweltämter, Wasserkraftwerke oder auch den Wetterdienst. Erste Begeisterung löste er aus auf der World Meteorological Expo 2013 in Brüssel. Fassen wir noch einmal zusammen. Der DGN kombiniert einzigartig die Messwippe mit der Wegezelle. Der DGN liefert dadurch sehr präzise, hochauflösende Messergebnisse. Der DGN ist deutlich kleiner und kompakter als andere wiegende Systeme. Der DGN ist zu vielen Systemen schnittstellenkompatibel und das alles zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage www.lambrecht.net.